Mahlzeit. Sie alle mit diesem Scheißhaus Haufen haben wollen, aber ja. Hallo Ryan. Mahlzeit. Also, kurz zu gestern alles, ja. Hab eine SMS von Rivers gehabt, wo drin stand, ich hab dir einen Brief eingeworfen, weil es ist voll viel, was ich dir sagen muss. So ungefähr. Und auf jeden Fall habe ich dann den Brief gelesen, den Rivers mir eingeworfen hat. Du hast die Aktion von Steinfeld mitgekriegt auf Twitter? Habe ich selbstverständlich alles retweetet. Ja, okay, klar. Ja, die waren so richtig angepisst. Auf jeden Fall haben die gesagt, ja, wir finden das trotzdem kacke. Und dann habe ich gesagt, jo, wir finden auch so vieles kacke. Das wollten wir ja bei unserem Zugriff auch deutlich machen. Aber ihr fandet es ja geiler, das in der Schießerei ausarten zu lassen. Deswegen konnten wir das nicht so richtig deutlich machen. Woraufhin die meinten, ja, aber nee, das würde ja fruchten. Es gäbe ja auch bereits Konsequenzen. Der Wolf zum Beispiel, der hat Langwaffenverbot. Darauf haben wir alle gelacht. Dann habe ich gesagt, okay, wenn das ein Fehler ist, der derart bestraft wird, Steinfeld, dann hast du hiermit jetzt Kugelschreiberverbot. Ja, also lost. Auf jeden Fall wurde mein Haus gestern vom Hubschrauber observiert. Wir wissen nicht von wem. Auf jeden Fall wurde eine Lady mit weißen Haaren und wurde gestern von einem Fahrzeug observiert. Da kamen dann zwei Leute raus, ein Dude und eine Lady, die gesagt haben, na, sie haben den Camacho einfach neu und sie fahren den die ganze Zeit Probe. Immer um mein Haus rum, quasi. Weil das eine gute Strecke ist, um Autoprobe zu fahren. Dann habe ich denen gesagt, sehe ich euch nochmal hier, werde ich euch in einen Blumentopf einbetonieren, euch auf den Highway stellen und dem, der als erstes in Sandy schoss, das $100,000 geben. Witzigerweise stellt sich heraus, dass die Leute, die mein Haus observieren, Omerta sind. Oh, sind die wieder da? Ja, wohl wieder da, noch da. Die wohnen jetzt in dem Bums-Anwesen. Das sind auf jeden Fall ganz schwierige Leute. Ja gut, kann auf jeden Fall sein. Es kam ja nochmal das Thema auf, dass wir für den Tod der Omerta verantwortlich sein sollen. Das hat sich dann da so rumgesprochen. Wir sollen die im Casino weggemacht haben. Das ist ja auch an die Polizei herangetragen worden. Crusader vermuten jetzt, dass es damit zu tun haben könnte. Und dass sie deswegen irgendwie bei mir gucken, dass die einen von uns irgendwie was antun wollen oder keine Ahnung was, weil die der Meinung sind, dass wir denen ihre ganze Gruppierung damals ausgelöscht haben. Ja, Novak, hallo? Ja, Butters, schönen guten Tag, Frau Novak. Hallo. Wissen Sie, wer ich bin? Nein. Ich bin der Chef von Ihrem Freund. Okay, hallo. Und genau wegen dem rufe ich an. Haben Sie ganz kurz Zeit für ein Treffen, ohne Ihrem Freund Bescheid zu sagen? Geht um eine kleine Überraschung für den. Da würde ich Sie sehr gerne einweihen. Ich bin gerade bei der Arbeit. Also was arbeiten Sie? Ich arbeite bei der Grove Street Customs. Sie arbeiten bei Grove Street Customs. Mhm. Dann würden wir sonst da ganz kurz hinkommen. Es dauert tatsächlich nicht lange. Das Ding ist, Valeska muss jetzt gleich sowieso irgendwie zu einem Ferngespräch. Ja, weiß ich, ja. Wissen Sie, ja gut, natürlich. Ja, ja. Dann würden wir jetzt gerade mal ganz kurz rumkommen. Tun Sie mir bitte nur einen Gefallen und sagen dem auf gar keinen Fall Bescheid. Weil okay. Der weiß nämlich gar nicht, dass wir von Ihnen wissen, glaube okay. Ich. Oder? Weißt du? Oder hat er euch offiziell was? Nee? Okay. Ja, doch, mir. Dir? Scheiße. Ja gut, aber Sie. Der weiß nicht mal, dass wir eine Telefonnummer haben. Nee, Frau Novak, wir kommen mal ganz kurz rum. Ja, okay. Jo, bis gleich. Bis gleich. So, dann lass uns schnell machen, bevor die sich irgendwie bedroht fühlt oder denkt, wir wollen ja was antun oder so. Achso, warte mal, ich habe da vorne ein Bändlicht. Na egal, nehme ich den. Wer war der Steinfeld? Er ist sein Auto. Stimmt. Er schreit um mein Auto. Okay, die arbeitet bei die Grünen in die Werkstatt oder was? Ja, genau. Okay. Ich hoffe halt, die sagt ihm jetzt nichts so, hey, ich habe Angst vor deinem Chef oder so. Das hoffe ich auch, aber das werden wir jetzt gleich erfahren. Ja. Und ich hoffe, die ist cool und ist dabei. Ist sie, oder? Sie. Mahlzeit. Hola. Hallo. Mahlzeit. Wir suchen Frau Novak. Ja, hier ist eine. Sie sind das. Haben Sie ganz kurz unter sechs Augen. Ja. Das ist super. C. Und vielleicht holen Sie vorher noch mal kurz was aus der Wand. Das wäre super. Sollen wir sonst vielleicht kurz rausgehen? Das ist auch echt hell hier drin. Irgendwie. Ja, das, mich triggert das auch. Ja, ich würde also, auch gerne rausgehen. Perfekt. Ja. So, besser? Ja. Ich muss aber nirgendwo einsteigen, ne? Nee, also... Okay. Wenn Sie wollen, es regnet aber. Also,
Sie sind die Freundin von Herr Valeska, ist richtig? Ja, von Nico, ja. Okay, folgendes. Wir wollen ihn heute so richtig hops nehmen. Der arbeitet jetzt eigentlich für mich, seit ich denken kann. Okay. Und hat aber einen Zeitpunkt verpasst, nämlich irgendwie vollwertiges Mitglied im Unternehmen zu werden. Und wir wollen ihm heute ein Fahrzeug schenken und wollen den als vollwertiges Mitglied der SPLS willkommen heißen. Und dann habe ich danach gehört, dass er offensichtlich eine Freundin hat und ich dachte, das wird uns eigentlich voll in die Karten spielen, wenn sie Lust haben, bei der ganzen Nummer mitzumachen und uns ein bisschen unter die Arme zu greifen, denen so ein bisschen hops zu nehmen. Ja Mensch, das trifft sich ja gut. Ich bin heute die ganze Zeit schon so gereizt auf ihn. Gereizt? Ja, ja, genau. Oh, ich will aber nicht... eigentlich nur aus Spaß, weil er sein Morgenmuffel ist. Okay, also das ist dann nicht der Anlass, dass es dann am Ende in der Trennung endet oder so. Nein, auf gar keinen Fall. Okay, also, wir würden es so tun, als wenn wir ihn umbringen heute. Okay. Es mag für sie jetzt krass erscheinen, aber ist eigentlich gar nicht so wild. Ich weiß nicht, was er macht. Für mich ist halt Sekretär. Ich will es auch gar nicht wissen. Okay. Na, also wir bringen keine Leute um. Also das ist nicht das, was er macht. Also nichtsdestotrotz soll es so ein bisschen, also storymäßig soll es so ein bisschen darum gehen, so, hey, er hat mir nicht erzählt, dass er eine Freundin hat und jetzt haben, also sie würden auch später ins Spiel kommen, sondern ich würde ihm sagen, hey, pass auf. Okay. An der Meeting Point werden irgendwelche Dinge über uns rum erzählt und es wird erzählt, dass das von ihm kommt. Und dann werde ich irgendwann ihren Namen in den Raum werfen und sagen, ja gut, aber ist es nicht so, dass du jetzt mit mir Novak zusammen bist? Denn die erzählt mir nämlich, dass du das über uns erzählst. Also sinngemäß quasi, was genau lassen wir uns noch einfallen? Ja, okay. Und dann sagt er, nein, das habe ich überhaupt gar nicht erzählt. Ich würde nie was erzählen, nie was über die Arbeit erzählen, bla bla bla. Und dann sage ich, okay. Aber die Mia, die erzählt das anders. Und dann kommen sie ins Spiel und sagen, hä? Du hast mir doch das erzählt. Und du hast doch da, hier, als wir irgendwo gewesen sind, als wir uns unterhalten haben, um den so richtig in die Scheiße zu reiten. Und dann, Perfekt. Am Ende wird es so sein, dass eine andere eingeweihte Person, da wo wir auch immer sind, auf dem Steg oder was auch immer, mit einem Rolls-Royce vorgefahren kommt, wir ihm dann sagen, hey, wir haben da noch eine Person, die dir auch noch was sagen will. Dann wird er sehen, okay, das ist aber einer von uns, der da aussteigt. Er bekommt dann das Fahrzeug und wird fest in der Firma willkommen geheißen. Also wir wollen ihn einfach nur verarschen. Ich bin dabei. Sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, wenn wichtig ist halt, dass sie müssen gleich standhaft sein. Sie müssen einfach behaupten, dass er ihnen das erzählt hat. Und auch wenn er es nicht getan hat, dann... Na klar hat er das gestern Abend getan. Ja, wir haben gestern Abend noch drüber gesprochen. Selbstverständlich. Ja, perfekt. Ich das hin. Sehr gut. Das wird lustig. Das wird sehr lustig. Der tut mir ein bisschen leid, ne? Oh ja, sieh, aber da muss er durch, da muss er durch. Aber das hat er heute verdient. Ja, aber also, der tut mir schon... Also okay, ja gut. Das heißt, wir überlegen uns noch was, wie wir den ein bisschen aufs Korn nehmen oder mit welchem Inhalt. Das muss ja auch irgendwie ein bisschen glaubhaft sein. Dann, ich denke mal, der hat mir gesagt, Viertel vor acht muss er weg. Halbe, dreiviertel Stunde dauert das. Also Viertel nach acht, halb neun, irgendwas zum dem Dreh würden wir sie abholen. Okay. Und dann nehmen wir den ein bisschen aufs Korn. Am besten kurz vorher durchrufen, dass ich habe die Uhr nicht im Blick. Perfekt, dann haben wir einen Plan. Das wird gut. Sind Sie sich sicher, dass wir nicht Ihre Beziehung zerstören hier? Nein, alles gut. Okay, alles aber klar. Aber er hat heute verdient. Wieso, was hat er gemacht? Ach, nichts. Aber dann weiß ich ja, womit ich den dann, ja. Okay. Nur also, nicht mehr einen Text. Also wird das auch Ihre Rache. Ist gut, machen wir genau so. Genau so ist das. Dann melden wir uns, sobald er wieder da ist. Alles klar, perfekt. Super, okay, bis später. Danke. Wieder. Ciao. Perfekt, würde ich cool, mal sagen. Die ist cool, ne? Wie ist denn er nie gekommen? Ich weiß auch nicht. Bambi hat Schnappdreck gemacht. Aber weil, also der ruhige... Ja, der war doch schon mal hier. Der war doch damals auch so komisch mit dieser Katastrophe, keine Ahnung. Stille Wasser sind tief rein. Ja, ich merke das schon. Let's go. Ey, das war so lustig, ne? Weißt du, wie ich das rausgefunden habe? Hm? Wir waren beim Arzt im Krankenhaus, Steinfeld und ich. Ja. Und Valeska auch. Ich komme aus dem Behandlungszimmer raus mit Steinfeld. Wir gehen, ich sehe, Valeska steht da mit irgendeiner Frau. Ich gehe ganz großkotzig an ihm vorbei, ohne dass ich es wusste, und sage so, ey, flirten kannst du außerhalb deiner Arbeitszeit. Sieh zu, dass du das Auto vorfährst. Danach hat er gesagt, oh, see you, Sir, das war meine Freundin.
Ernsthaft? Ja, see, ich hab komplett ins Schwarze getroffen, aber komplett lustig. Ich wollte eigentlich nur, also ich wollte einfach nur einen doofen Spruch bringen. Hat der halt komplett gesessen. Ja, aber also, das scheint er wohl ziemlich klar gemacht zu haben auch, ne? Ja, da kann, ja, aber da gucke ich, da muss ich sagen, da gucke ich ihn aber auch für an, da bin ich mir ziemlich sicher. Dass er sofort von Anfang an sagt, so, so und so, da wird nichts passieren und ansonsten haben wir ein Problem, wenn du dazu oft nachfragst oder so. Ist halt Valeska, ich meine, der würde halt alles machen, ne? Ja, aber also das ist, also das gerade zeigt mir aber, dass das genau die richtige Entscheidung ist, ihm einen Rolls zu geben und auch wenn es eigentlich schon so ist, ihn noch offiziell in den inneren Zirkel aufzunehmen. Weil sogar mein fucking Gärtner rennt durch den Staat und trommelt sich auf die Brust, ich arbeite für Matas. So, weißt du, und der sagt nicht mal seiner Freundin was. See. Das ist schon, das ist ein guter Mann. Guter Sekretär, der Beste. Oh, wenn er so scheiße gepackt. Weiß ich auch nicht. Oh, perfekt, das wird richtig gut. Ja, ja, das wird sehr gut. Jetzt haben wir den tatsächlich, also wir müssen den halt irgendwo hinbringen, wo wir dann aber den Rolls auch vorfahren können. Auf den Steg kriegen wir den Rolls nicht drauf, oder? No. Das also ist schwierig. Also ich habe Hillblum schon einen Rolls gegeben, den er dann halt vorfahren soll. Also wir könnten schon an die Hafen gehen, wo die Hallen sind, wo auch die Wasser direkt ist. Da, wo wir die Ware abholen, vorher auf die rechte Seite sind ja diese großen Hallen. Alessio, drehst du dich mal nach rechts? Sieh. Oh, eine Zeppelin. Schon lange keine Zeppelin mehr gesehen. Warum? Ah, da kommen Erinnerungen hoch. Die Fly mit die Flirt von früher. Hallo. Zeppelin. Der hat den sich gerade gekauft. Ah, der hat er gerade geholt, okay. Luis, warum hast du einen Zeppelin gekauft? Ja, weiß ich nicht. Die Fly mit die Flirt. Alter, hast du zu viel Geld? Weißt du, wie teuer das ist? 1 Million, ja. Du hast für 1 Million Dollar... Gib mir einen Schlüssel, ich will das fahren, bitte. Ich bin ewig kein Zeppelin das mehr gefahren. Weißt du noch, wie ich mit Zeppelin... Was? Genau zwischen den Palmen. Ja, ist mir doch scheißegal. Glaubst du, ich kann kein Zeppelin fahren, oder was? Gib mir bitte den Schlüssel. Weißt du noch, wie ich damit zu meiner Gerichtsverhandlung bin? Ja. Oh, da kommen aber ganz wilde Erinnerungen hoch. Briefst du kurz die anderen, Alessio? Ich muss eine Runde Zeppelin fahren. Und das ist das letzte Mal, dass man Ryan Beast... Halt die Fresse! Oh, wie geil, ey. Das ist halt so riesig, ne? Voll geil. Hier kannst du Schlüssel wieder nehmen. Jetzt wissen wir, man kann die Palmen streifen. Solange es nicht so stark ist, explodiert er nicht. Ich weiß zwar nicht, was ich damit anstellen soll, aber ich wollte es mir einfach kaufen. Hast du den Motor ausgemacht und abgeschlossen? Natürlich. Guter Witz. Okay, zu Projekt Valeska. Die Freundin ist mit an Bord. Ah, sehr gut. Wir werden den gleich dann unten bei die Hallen, bei die Club, da an die Wasser bringen. Ja, dann bin ich mal gerade, ne? Ja, Ryan. Mhm. Lass das Auto bitte ganz. Natürlich. Du holst jetzt die... Okay. Ja, hallo? Ja, Butters, Mahlzeit. Sorry, hat sich alles ein bisschen verzögert. Wir waren noch in geschäftlichen Terminen. Wie sieht es jetzt zeitlich bei Ihnen aus? Ja. Weil, also, wir würden das jetzt steigen lassen. Valeska ist gerade... Nee, der kam gerade aus der Apotheke zurück. Okay. Wir haben uns aufgrund von geschäftlichen Terminen allerdings jetzt keinen Kopf machen können. Wir würden das einfach gleich improvisieren. Spontanität ist alles. Ich würde sie jetzt einfach abholen. Ja, sie sitzen im Auto mit getönten Scheiben. Das heißt, der weiß nicht, dass sie da sind. Das heißt, sie kriegen aber das ganze Gespräch mit und können dann einfach unsere Aussagen bestätigen, was auch immer wir gleich sagen werden. Okay, also ich mache das Spiel einfach mit. Genau, richtig. Jetzt bin ich gerade beim Akkuverarbeiter, aber ich kann sonst auch zu der Werkstatt wieder zurückkommen. Wo zum Fick ist der Akkuverarbeiter? Wir kommen zu der Werkstatt zurück. Was machen Sie beim Akkuverarbeiter?
Werbung. Ihr Freund ist reich, das ist Ihnen klar, oder? Ja, aber ich verdiene mein Geld selber. Okay. Ja. Warum? Weil ich nicht auf seiner Tasche leben will. Aber der ist reich. Ja, und? Ja, okay, wir treffen uns an der Werkstatt. Alles klar. Bis gleich. Bis gleich. Mahlzeit. Hallo. Hinten oder? Ja, am besten. Da sieht man sie, glaube ich, am wenigsten. Moment. Okay. Jetzt. Ja. So, ich habe Mia dabei. Wie ist es bei euch? Wir sind am Club jetzt. Okay, dann komme ich runter. Ich finde das mit Sicherheit. Ich denke aber tatsächlich, wenn sie dem dann am Ende sagen, hey, das hast du gestern gesagt oder keine Ahnung. Also irgendwann wird er den Braten riechen, denke ich. Also ich will es auch nicht zu ewig in die Länge ziehen. Ja, ja. Also ich packe gleich irgendwie rückwärts, oder sie auf jeden Fall alles mitbekommen. Mhm. Haben sie in den Hallen irgendwen gesehen? Nein, gar keinen. Ah, doch, da. Ja. Ja, Handy und Webel kannst du mir auch mal geben. Dann kommen wir zum schweren Part des heutigen Abends. Doch. See. Dankeschön. Handy, Gravelet abgenommen, Waffen auch. Valeska. Ja, bitte. Du bist immer mein treuester, loyalster Mitarbeiter gewesen. Und das bin ich auch immer noch. Ich hätte mein letztes Hemd, ich hätte alles für dich gegeben. Wenn mir irgendeiner gesagt hätte, Valeska geht's nicht gut, keine Ahnung. Wenn du 2 Millionen gibst, damit es dem 1% besser geht, ich hätte es gemacht, Valeska. Ich hätte es einfach gemacht. Du bist nicht nur einfach ein Mitarbeiter geworden, sondern du bist einfach Teil dieser Familie geworden. Du bist Freund geworden. Du bist derjenige geworden, auf den ich mich immer zu 110% verlassen konnte, egal was ist. Dann klären Sie mich bitte auf, womit ich Sie enttäuscht habe. Valeska, du weißt ganz genau besser wie jeder andere, dass über uns nicht geredet wird. See. Das tue ich nicht. Du weißt, es ist keine internen Informationen. Du hast niemandem gesagt, wo wir wohnen, wo wir arbeiten, wann wir üblicherweise aus den Häusern kommen und so weiter. Nein. Lüg nicht. Hast du nicht? Nein, ich habe gesagt, dass ich um 18 Uhr anfange, aber mehr auch nicht. Dann sag mir, wer ist Mia? Meine Freundin. Dann sag mir, warum weiß Mia, wo ich wohne, wo Alessio wohnt, wo Luis wohnt, wo Steinfeld wohnt, was Barton macht, wann wir uns treffen, wo wir arbeiten und warum weiß Mia quasi alles über uns? Sie weiß, dass wir das Taxi aufbauen und dass Herr Steinfeld bei der Justiz arbeitet. Was sonst hast du Mia nichts erzählt? Tätig waren. Mia, komm doch mal zu uns. Ups. Die Vögelchen zwitschern etwas anderes in unsere Richtung. Es tut mir leid. Es tut mir so richtig leid. Du weißt doch, dass wir alles rauskriegen, Valeska. Aber was soll ich erzählt haben? Ich habe nichts erzählt. Valeska, komm mal ganz kurz. Es tut mir leid. Wir sollten das nicht in die Länge ziehen, wirklich nicht. Ich habe wirklich Angst, dass er irgendwas erzählt mit keine Ahnung, Waffen oder das. Warum hast du ihr gesagt, sie soll heulen? Hab ich nicht! Soll ich Heblum, also ich sag dann Heblum. Sag dem jetzt, oder? Er soll die Karre holen, komm. Ja. Das Ding ist, Oleska, weißt du, ich hab das mit Mia rausgefunden. Du bist zu mir nicht gekommen und hast mir von Mia erzählt. Sondern ich musste rausfinden, wer Mia überhaupt ist. Und dann habe ich das gemacht, wie ich das immer mit Freundinnen meiner Mitarbeiter mache. Ich habe Mia entführt. Und ich habe mir ein bisschen auf den Zahn gefühlt. Weißt du, nach der gestrigen Entführung, diese Waffe wieder im Kopf zu haben, das war einfach zu krass für und dann mich hat, und ich konnte nicht. Und dann hat Mia mir halt irgendwann ist sie in Tränen ausgebrochen und dann hat sie mir alles erzählt und das Ding ist, Valeska, das, und da komm mal zu mir, komm mal her. Das Ding ist, dass alles, was wir dir gerade erzählt haben, eigentlich nur gequirlte Scheiße ist. Du arbeitest so lange bei uns und... Valeska, es ist an der Zeit. Du bist nicht nur Angestellter, du bist hiermit auch offiziell...
Ich habe keine Plätze mehr, aber ich habe Hast du keine Plätze mehr in deiner Garage, weil du alle Fahrzeuge für uns hütest? Ist das hier offiziell dein eigener, persönlicher Rolls-Royce? Ändere das Kennzeichen, schreib deinen Namen drauf. Wir wollen dich alle hiermit im inneren Zirkel der SPLS als festes SPLS-Bestandteil begrüßen. Ich danke Ihnen, trotzdem hasse ich Sie gerade. Das ist der herzlich willkommen Taser. Wenn ich schon nicht auf dich schießen darf, dann wenigstens das. Danke mir. Sehr gerne. Oh, nee. Ja, du bist schon halt hier drum, ja, kriegst du allein. Nein, jetzt mal ganz im Ernst, Valeska. Du bist schon Ewigkeiten dabei und ich glaube, du bist der längste Angestellte, den die SPLS jemals hatte. Und es ist höchste Eisenbahn tatsächlich, dass du dich nicht als Angestellter der SPLS, sondern als festen Bestandteil der SPLS zählen solltest. Deswegen, du sollst nicht mehr da sein, um die ganzen Fahrzeuge in deiner Garage zu hüten und deswegen keine Plätze zu haben, sondern das soll dein ganz persönlicher Rolls-Royce sein, der nur dir gehört. Aber ich habe sie schon lange nicht als Arbeitgeber gesehen. Ja, als Mentoren und das seitdem ich bei Ihnen als Sekretär arbeite. Das weiß ich, aber also ich meine, du wirst gemerkt haben, dass die letzten Monate gezeigt haben, dass wir dich über diese Stelle hinaus ansehen. Du bist bei allem dabei, du bist bei den Geschäften dabei, du bist bei Geschäftsmeetings, Geschäftsessen, was anderes machen wir natürlich nicht mehr, bei und du zählst für uns einfach als vollwertiges Mitglied und wir wollen einfach, dass du dich offiziell so nennst und auch offiziell so auftreten kannst. Deswegen schreib deinen scheiß Namen auf den dicken Rolls drauf. Aber was natürlich sich nicht ändert, ist, dass wenn ich die A mache, dass du trotzdem noch die Flugzeug machst. Das kann sich nicht ändern, das geht nicht. Ja, oder wir müssen einen neuen Angestellten suchen. Ich bin ohne dich nicht mehr lebensfähig, weil das gerne. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Essen und Trinken gekauft habe. Und noch was anderes. Ja, bitte. Die Mia solltest du dir warm halten. Das habe ich mir gedacht. Die ist eben gerade arbeiten gewesen. Ich habe gesagt, warum? Dein Freund ist reich. Weißt du, was sie gesagt hat? Aber ich gehe gern selber für mein Geld arbeiten. Ja, sie wollte alles selbst erarbeiten und will sogar, wenn ich ihr mal geholfen habe, das teilen. Ich habe gesagt, aber warum? Der ist reich. Sieh, bei uns arbeitet niemand. Nee. Mia. Ich schon. Der ist reich. Und du das machst Akkus. Ist egal. Na, ich mach keine Akkus, um Gottes Willen. Nein. Wir waren gerade zum Werbung machen dort. Für was? Für unsere Werkstatt. Für die Tuning-Werkstatt. Ah. Genau. Ja gut, das ist tatsächlich gar nicht so ein uncooler Job. Das geht schon. Ja gut, dann vielen Dank auf jeden Fall an der Stelle für Ihre Hilfe. Valeska, fahr deinen scheiß Rolls hier weg. Ich glaube, wir können. Wir treffen uns am Casino. Mia,